Okay, also du möchtest dir gerne die Ithaka schnappen, höre ich so. Ja, wenn die hier hinkommen, dann würde ich da nicht Nein sagen. Ich würde mich freuen. Ich glaube, ich muss meinen Beathänder auch mal durch Gift ziehen. Ja, das geht leider nicht. Nur Einhandwaffen. Es wird bestimmt lustig hier aussehen, wenn jetzt da unten ist, die ganzen Lichter angehen würden mit einer. Die ganzen Streitsachen und alles Mögliche. Sind eigentlich bei euch die Wachtfeuer an oder sind die bei Morwacht? Sowohl als auch. Morwacht hat welche an und wir haben auch welche an. Wenn ich jetzt wüsste, an welchem Tor ich mein Pferd stehen lassen habe. Hey. Richtung Das wäre Südtor. besser. Südtor war das? Hat den Shizero wenigstens die ganzen Wo unten? an der Arena. Ja, da stehen keine mehr. Da stehen keine mehr. Sehr schön. Da stand gestern lustigerweise in der Arena wieder mal eins drin. Das war aber nicht von mir. Da ist wahrscheinlich einer reingefallen und hat dann nicht mehr rausgekommen. Habe ich ein neues Pferd gehabt. Auch nicht schlecht, hä? Bei euch brennen 4, bei Morwach 3, sehe ich das richtig? Ja, so in der Richtung kann das passieren, ja. Alter, ist das finster, du. Das war jetzt morgens dort, Finster. ne? Da geht der Mond weg. Da hast du nicht mehr die Helligkeit durch den Mond und dann wird es aber jetzt gleich irgendwann hell. Hat jemand eine Gruselgeschichte am Start? Sie genau, Gruselgeschichte ist gut. Von uns aus sieht das richtig lustig aus, wenn man auf die beleuchtete Arena runterguckt, zumindest die beleuchteten Wege da unten. Ja. Ja, das haben wir hier drüben bei der Moorwacht, die haben das gemacht. Genauso. Ja, die haben außenrum mittlerweile Laternen, ne? Die haben richtig viele Laternen verbaut. Ja, damit auch richtig beleuchtet ist. Ja, wir haben da gestern getürstet. Weil, ne, woanders war hier nicht beleuchtet und dann sind wir da tjosten gegangen. Kam auch ganz schnell in unseren Channel irgendwelche Rabauken, tjosten hier. Hast du mich mal genau geguckt, welche Rabauken das sind? Nee, Sehr geil. Gesindel hat er uns beschimpft, Gesindel, okay. sowas. Als Gesindel hat er euch beschimpft, oje, oje. Aber ich sehe den Alois gar nicht on. Das heißt, ihr kriegt nachher Probleme mit eurer Ratssitzung oder nicht? Ja, der kommt nachher. Und wenn nicht, reicht im Endeffekt, sobald einer von den Leuten da ist. Pantera Meilenstein. Wo sitzen jetzt überhaupt unsere italienischen Freunde? Im Süden. Süden? Wie klischeehaft. Ach so, ich habe mir übrigens endlich mal die Admin-Base da angeguckt. echt mal, wenn die schlau gewesen wären, ne? Guck mal, drück mal auf M. Hätten die ganz im Süden den Stiefel genommen. Den Stiefel im Süden? Ja, oder Fuß oder was auf jeden Fall dem Stiefel nahe kommt Ah! halt. Im Wisst Grunde ihr da, wo die eigentlich, weil. Admin-Base ist. Ja, das Wisst wissen ihr wir. eigentlich, warum Italien aussieht wie. Wisst ihr eigentlich, warum Italien ein Stiefel ist? Ja, irgendwer muss den doch in den Arsch treten, oder nicht? Nein, weil ihr weil mit ihr Schlappschlecks so mit viel so Scheiße Scheiße Oh. So. Und unter was läuft jetzt dieses Sehr Video von nett. mir? So, es wird hell. Wo marschieren wir auf? Südtor. Und unser. Und Südtor. unser. Was soll ich dieses Video laufen lassen? Ja, du kannst jetzt mitkommen im Endeffekt. Nee, ich meine, unter was das Video laufen soll, weil meine Frau jetzt eben diese Aussage gemacht hat. Ach so. Der größte Schuh der Welt. Nein, nein, war raus. Also kann ich jetzt, soll ich mitkommen oder soll ich Ja, mitkommen? komm mit. Meinst du nicht, dass noch ein paar Clowns ankommen? Naja, und wenn dann. Dann ist halt so. Geht ihr euch jetzt die Italiener angucken? Und wir gehen jetzt ein bisschen mal spazieren hier. Wobei Kensei vorbei, den haben wir ja noch nicht gesprochen.
Also ich bin am Südtor. Ich auch, bin vorne am Sonn. Achso. Draußen schon, okay. Mhm. Zu Fuß oder ohne? Na klar, du kannst rüber zu den Interkas zu Fuß laufen. Kannst du machen. Ich reite. Wir müssen draußen, wa? Mhm. Ich mach mir nochmal schnell ein Käppchen, bis alle hier sind. Jo. Jo. Lass mich mal kurz um, weil mit Pfeilen, glaube ich, ist das nicht so der Brüller. Du nimmst gerade auf, gell? Ich nehme gerade auf, ja. Okay. Das muss alles notiert werden hier. Bin auch schon weg. Alles notieren? Alles notieren, ja, die Kämpfe. Ah, okay. Ich bin halt so ein Let's Player, deswegen. Mach Let's Plays, mache ich. Okay. Und ich, dass das hier halt erst bei allen Spielen eigentlich. Also momentan habe ich Miss Cradit, Looter Kings, Life is Fusion, Mad Max, Dead by Daylight. Ja, achso, Ark, ja, wollte ich. Hatte ich am Anfang gedacht, nee, das ist zu langwierig, weil du kannst keine richtige Geschichte reinmachen. Also brauchst du eine gewisse Geschichte, um sowas zu machen, solche langen Spielen. Okay. Weil bei Ark hast du definitiv mehr als genug Sachen, die erklären musst. Das ist richtig, ja. Ansonsten nimmst du Minecraft. Ja, das habe ich auch. Life in the Woods. Das neue Minecraft im Prinzip verbessert halt. Okay. Das läuft auch mit da drunter. Oh, jetzt hätte ich gern meinen alten Ritter zum Kämpfen. Achso, und The Forest habe ich auch noch am Start. Ansonsten, ich habe noch so viele Spiele, die ich auch noch rausbringen will. Jetzt den Pony, ja, die ganze Reihe und sowas, ne? Wer kommt da geritten? Ich. Ah. Ich hier unten. Hab mal eine Frage. Dürften wir uns bei eurem Ausritt anschließen? Ich frage gleich auch nochmal, wenn Raven da ist. Hätte jemand von euch was dagegen? Nicht, dass ich wüsste, ne? Umso mehr, umso besser, oder nicht? Im Grundsatz ja, ne? Ja, schon. Ich hab auch nichts dagegen. Okay. Also, der eine von der Elite ist draußen, ne? Wenn mich einer ärgert, dann liegt sich ein besonders Heil aus. Ach nee, ich nehme ja die Schaufel. Die Schaufel? Okay, ich hol die Schaufel. Oh Mensch, No Man's Sky habe ich auch noch rausgebracht. Das stimmt, No Man's Sky. Dieses Klischee-Spiel. Naja, so klischeehaft ist es nur auch noch. Naja, es ist ziemlich schnell abgerutscht, ne? Ja. Und scheiß Sony. Für mich reicht's halt, so um abzuschalten. Ah. Aber es haben sie. Nabend. Haben halt sehr negative Dings rausgebracht dafür. Das ist richtig. Dass sehr viel zugelassen wurde und so. Aber demnächst ist noch hier. Demnächst nehmen wir auch nicht dann zu zweit auf, also meine Frau und ich, dass man uns beide gleichzeitig hört und sowas. Dann habe ich. Ab nächsten Monat habe ich, wenn es gut geht, ein eigenes Studio. Oh, mit Lanze sogar hier. Ja. Ja, um welche runter zu Raven? Schubsen. Für den Lanzeflot. Raven. Ja. Dürfen wir uns anschließen? Jetzt beim Ausritt, oder was? Ja. Ja, könnt ihr machen. Kommt vorbei bei euch. Alles klar, wir kommen runter. Voll.
Sind jetzt Ithakas mehr da? Soweit ich sehen, tun nur der eine noch, immer noch. Komisch. Ich dachte, das sind Kämpfer. Ich dachte, die wollen hier kämpfen. Was soll denn das? Müssen wir die erst sauer machen, oder wie? Wie läuft das? Komm, den einen schneide ich den Finger ab und schicke ihn den anderen per Post. So macht die Mafia das doch, oder nicht? Hast du wohin, Schatzi? Hm? Hast du wohin? Ich halte mich nur an den ihre Kultur. Haben wir euch abgehängt? Zahn und Zahn. Hä? Haben wir euch abgehängt? Einfach den ja, ich bin mal wieder Schnecken geblieben. In der Arena unten, ne? Okay, wir kommen runter. Ich muss noch grad schnell noch was vor sofort. Wir stellen dir später mal den PC besser ein, die Grafik, ne? Damit du so siehst wie ich hier, damit du die ganzen Bäumchen siehst, die kleinen. Zahnstocher habe ich auch noch dabei. Aber einen etwas zu großen für normales Gebiss, oder? Hättest du eine scharfe Lanze mitnehmen müssen, Mann. Kann ich noch nicht. Und nur die Stumpfe dabei, so ein Scheiß. Aber ich hab dann noch ein paar andere Waffen dabei. Für den Nahkampf. Dann muss ich schnell die Lanze wieder abrüsten, sonst bin ich zu schwer. Da sind wir, ja. Nein, komm, wenn da einer kommt, so. Dann kriegt er direkt mit dem Reiterkammer vom Kopf. Reiterkammer. Entschuldigung. Entweder ganz scharf. Keiner. Nee, entweder ganz scharf oder gar nicht. Den Riddick haben wir damals auch mit dem Reiterhammer direkt aus dem Ritt von Schädel gehauen und dann war er tot. Okay. Ja, der wollte der war bei Moorwacht, haben wir den aufgegriffen. Da war der am Plündern scheinbar. Ist der Osman einmal kurz mit seinem Reiterhammer vorbeigeritten, hat den von Schädel geklopft und dann lag er da. Okay, bei Moorwacht plündern ist aber auch schon... Ja, das war noch so ziemlich am Anfang. Ziemlich dreist, würde ich sagen. No. Ein kurz vorher hat die Moorwacht zu uns gesagt, ob wir da noch ein bisschen mit aufpassen können, weil die halt nicht da sind. Und das war der Fehler von... der fatale Fehler von Riddick. Dass wir dann da aufgepasst haben. Ja. Aber aus Schaden wird man klug, hoffentlich. Ja, der hat ja da, das war ja auch irgendwie ein Ami oder so was, oder ein Engländer. Der hat ja da auf Englisch geschrieben, er wird den Server liefern, aber danach war er ja immer noch einen Monat lang hier. Okay. Okay, ja, die Beine sind wieder drin, ne? Wer dann sagt, er lief, dann ist es halt so. Die Beine sind wieder drin, ne? Halt erstmal in der PvP-Handlung und wenn er dann kein PvP verkraftet, ist er selber schuld. Sehr gut, man kann keinen dazu zwingen, ne? Italiener kommen. Hä? Wo? Online? Sind jetzt drei Stück sind drin jetzt. Online, okay. Der Zerbro und der Alle ist wieder da. Dieser Gustav Ding? Gustav Gundel? Ach du Scheiße. Was ist das, der bei uns gespawnt war? Ja, aber der ist noch nicht da. Ach so, okay. Was? Alle Elite ist nicht da. Alle Elite ist ganz unten. Ja. Ei. Carlo Magnus ist auch einer drin, neuer. So der Schwede, ne? Das war doch der, wo wir da gewesen sind, der direkt ausgelockt ist, oder? Magnus? Julian Abate Marco? Ah, ist auch Lombardei, Italien. Bei denen können wir bestimmt Wein erbeuten. Oder Pizza. Spaghetti Carbonara. Spaghetti Carbonara. Wo bleibt der denn? Den, ne? Nein, Musso ist Griechen. Ach, Griechen war das, genau. Wein knallt nicht so, Mann. Ich brauche irgendwas, was knallt. Ramazzotti haben die noch. Ramazzotti, okay, Rama geht klar, nehme ich. Campari! Genau, Campari gibt's auch noch. Danny, wie weit bist du? Also, wir sind immer noch zu viert. Bin gerade auf dem Pferd. Ich hab
du willst was haben, was knallt? Was? Und zu uns trinkt man einen Schiff Feuerstein. Halt auch ordentlich. Was? Du hast aus, Schwatzi. Du hast aus. Ein Schirker Feuerstein. Der knallt auch. Oh, Schirker Feuerstein. Alles klar. Der ist gut, nehme ich auch. Bin dabei. Ich dachte mir gerade nichts, was ist das? Ein Kräuterschnaps, aber der ist gut. Sowas wie Becherowka, hä? Nee, was heißt Becherowka? Ist ja klar, der Schirka ist aber dunkel. Okay. Aber ist lecker. Ist lecker. Rico macht Dampf. Ich hab's eher mit Killepitch. Es ist noch einer drin, ne? Ja, jetzt los. Wir wollen da mal ein paar Leute fischen. Mein Hammer juckt schon. Bin ja schnell da. Attacke! Was für ein Wappen habt ihr? Muss ich mir mal genau angucken. Grün sind die. Genau. Habt ihr den gleichen? Ne, ihr habt einen anderen. Anderen was? Anderes Wappen. Anderen... Andere Löwen, genau. Darauf kam ich nicht. Andere Löwen und aber mehr oder weniger gleiche Prinzip vom Rock plus wenig Grün. Nee, ihr habt einen kämpferischen Löwen darauf bei euch. Wir haben hier einen Löwen, der den Kampf unterbricht, weil wir quasi das Schwert zertreten haben, wenn du mal guckst. Und Okay. Und wir haben bei uns trägt der Löwe die Krone nicht am Kopf, sondern genau, bei ihr uns kämpft ist für die Krone. Genau, wir haben die Krone dahinter. Ja, dann wollen wir mal erstmal zu Ivan, würde ich sagen. Vielleicht schließt er uns das Licht auch noch an, wenn der hört, was wir gemacht haben. Oh! Boah, bitte, aber das ist laut hier. Liebe YouTuber-Freunde und Twitch-Freunde. Genau, ist interessant. Hört mal nicht her. Ist das laut. Oh. Und wir reitern easy über Berg und Stein. Dengel, Dengel, Dengel. Beinhart wie ein Rocker. Oder wie okay. Ich sag dazu nur, jeden Tag hole ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mache ich Krachen. Es gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Wo wir schon dabei sind, ich bin der Schrauben drehen, Muttern drehen. Mit Öffnungsfünstern in der Werkstatt stehen. Willst du ran an die Trophäen? Musst du erstmal an die Schrauben drehen. Feuer, Leute, Feuer, hier ist Feuer, Leute, hier ist Feuer. Na nü, na na. Die Feuerwehr ist da. Jawohl. Und drei Schaukler. Ich gar nicht mehr. Ich bin wieder das. Oh, die haben schon rote Namen hier. Wir kreisen die mal ein bisschen ein, würde ich sagen. Okay. Und wer ist das hier? Ja, das sehen wir jetzt gleich, wenn wir die Namen lesen. Ne? Einer ist mein. Hürgliason. Alter, die kriegen jetzt bestimmt Panik, du, weil so viel Deutung. Jetzt gerade. Und jetzt kommt hinter uns die Armee von denen, wa? Nein, ich hab Runtime Error. Okay, bist du denn bei uns? Ja, der steckt da im Zaun drin. Ganz gut, dann. Wer spricht? Ich würde sagen, jetzt erstmal, bis er wieder eingeloggt ist, alle. Alter, ey. Also den hier rauf möchte ich nicht. Ja, ja. Das passiert nichts. Da traut sich keiner von denen an dein Pferd, glaub mal. das sollten sie nicht.
So. Der eine bullet weiter. Sarani, das ist dieser Sarani Meilenstein. Eldro Öglison. Ich stehe bei deinem Pferd. Danke. Und was ist das andere? Welches Individuum? Welches Individuum ist es? Es ist ein Mensch. Was? Es ist kein Mensch, es ist kein Tier, es ist ein Panzergrenadier. Oh, 17 Spieler sind es drinnen, ne? Reif von der Elite. Ab mit seinem Kopf! Der hat hier mal ganz provokativ mitgezogen. Darf ich einen von denen mal umschmeißen? Nee, lass den mal leben. Mal umschmeißen! Nee. Oh Mann. Komm, das sind arme Nubis. Was? Ja, das macht keinen Spaß. Bist du wieder da? Ja. Nubis klatschen macht keinen Spaß. Okay. Doch, macht wohl Spaß. Ja, nur wenn man was kann. Wohin? Arschloch. Ich geh nach Hause. Wieso leicht lässt du die ins Boxhorn jagen? Bin ich von dir ja nicht gewöhnt. Hier liegt ein Sack. Ja, lass liegen. Eine Falle von denen, aber lass die mal. Die haben noch nichts. Das ist voll armen Leuten, solchen Leuten was wegzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach ich ja auch nicht. Genau, um das gerade anzusprechen, genau sowas finde ich auch scheiße bei vielen Spielen, dass die Leute sich dann immer an Wehrlose hingehen, weißt du, obwohl man sieht, die haben ja nichts, ne? Man kann dir mal Angst machen, indem man sowas macht wie jetzt, oder damit die ein bisschen Nervenkitzel zwischendurch haben, aber generell einfach sollte man keinen. Einfach nur ein bisschen Präsenz zeigen. Genau. Richtig. Einfach nicht den Skill wegnehmen oder irgendwelche anderen Sachen, aber so ein bisschen Angst machen ist ja kein Problem. Dann haben sie ein bisschen Nervenkitzel drin, zwischendurch. So wie wenn Wild vorbeikommt oder so, weißt du? Da verlieren die auch nicht unbedingt ihr Leben. Richtig, das ist auch bei Miss Created, wenn man sich sieht oder sowas. Du weißt nicht, wer das ist für ein Spieler. Ey! Und du weißt... Hilfe! Was ist Hilfe? Was war das jetzt? Ein Lack. Ja, so in etwa. Oh. Hab ich auch gerade gehabt, als wir hier angekommen sind an der Burg. Ich bin voll im Baum hängen geblieben dabei. So, wo sind die anderen? Ja, ganz viele Lachs hier überall. So. Was ist das jetzt hier? Ist das schon von... Das dürfte schon Dings sein, ne? Gerlinge. Ei. Wird denn da Großes gebaut? Kleine große Gerüst hier. Ein kleiner Bergfried. Okay. Der ist okay, sieht der kleine aus. Bitte? Wo sieht der kleine aus? Das ist das Gerüst für den kleinen. Der Divan ist gar nicht mehr online, ist das richtig? Oder? Dann können ich wir kann den mal eben ansprechen. Hast du den in der Steam-Liste oder was? Nee, aber ich sehe, der ist ja hier on. Ne, wo denn? Ich sehe den nicht in Steam, hier in der Spielerliste. Der ist und im Teamspeak. Ach, der ist da. Okay, wusste ich. Ja? Ach da, ja, Tatsache. Ja, guck mal an. Komm mal, hol ich ihn hier hoch. Okay. Hallo? Micha? Ja. Hi. Bist du rausgeflogen gerade oder bist du nicht online in Game? Ich bin hatte von Runtime Error. Ah, okay. Wir stehen gerade bei dir vor der Burg. Wir wollten mal so mit dir ein bisschen was klären. Was denn? Ja, wir haben mehr oder weniger eure Burg jetzt in den letzten zwei Tagen so ein bisschen hier verteidigt vor Italienern. Ja, ich habe das halbwegs mitgekriegt. Laut von Ra hat mir gerade genau gestattet. Ja. Das Tor da zum Beispiel waren wir, also das wurde geclaimed von dem Italiener, weil das nicht mehr im Radius von eurem Dingens war. Und danach haben wir das halt verbarrikadiert, mehr oder weniger, mit den ganzen Sachen, die schon leer geräumt hatten. Ja, ich habe das mitgekriegt, dass das sehr gestapelt wurde. Ja, wir haben da auch schon ein bisschen rumgeschlachtet mit denen, war schon ganz lustig.
Eure Burg war schon Battleground. Ach ja, macht ja nichts. Ich habe mich aber weiter nicht beschwert. Ich habe gestern Abend erstmal Monument gefüttert und da das Tor zugebaut. Wir haben so lange quasi verteidigt, bis das Monument komplett weg gewesen wäre. Danach wärt ihr ja quasi nicht mehr hier vertreten gewesen. Dann hätten wir das Ding hier auch aufgegeben. Aber solange da noch Monument ist, haben wir gesagt, das Bündnispartner müssen wir halt verteidigen. Vielen Dank auch. Aber also keine Sorge, da kommt jetzt keiner mehr rein. Sehr gut. Wir stehen trotzdem bei dir vor der Tür. Wolltest du mal bei den Italienern vorbeischauen? Wir sind gerade im Trupp unterwegs. meine Kampffähigkeiten sind immer noch gleich null und ja, aber dennoch bist du dabei bei den Leuten, die dich geplündert haben. Ja, die werden ja hoffentlich nicht so. Die haben ja eigentlich noch momentan PvE-Schutz. Der PvP-Schutz ist nach den ersten PvP-Handlungen flöten. So, damit sind sie reif. So sieht's aus. Ach so, das war mir noch neu, aber. Genau. Ah, da muss ich mich einmal von TS verabschieden. Schwing dich aufs Hotte-Hotte. Was soll die vielen Kühe? Ich bin nur mal eben kurz AFK, mir was zu trinken holen. Das ist keine schlechte Idee, für die, wenn er eh noch gerade einen Moment braucht. Geht mal alle raus aus dem Claim hier, im Fall jetzt wieder Disconnects kommen, weil dann stehen eure Ferien drin. Okay. Irgendwas tat sich gerade oberhalb. Ich. Du bist oberhalb lang geritten? Ja. Okay. Ich hatte gerade nämlich nur so einen Kopf oben drüber gucken sehen, über den Berg. Ich hab bloß mal die Gegend angeguckt. Geht noch einer. Ich glaube, der eine hat hier irgendwie ein Problem. Er zuckt auf sein Pferd rum. Aber davon, der eine, da drin bei dir verteidigt haben, mit Holz hast du wirklich nicht gestunken, ne? Vielleicht macht er das auch extra. So. Das hier? Ich glaube, der hat irgendeiner von den anderen beiden Tanz auf dem Pferd stand. Ja, der Rico. Der Rico. Links und rechts die ganze Zeit, dann macht er das dadurch. Oder was? Ah. Da wird mir ja schlecht bei. Solltest deinen Titel vielleicht in Speer ändern. Meinst du, wenn er schon so hin und her guckt? Aha, guck mal. Mal zittert er, mal nicht. Vielleicht ist die Maus runtergefallen oder so. Möglich. Und wo sind diese Italiener nochmal? Nicht weit von hier. Reiten wir jetzt gleich direkt hin, sobald Kenza hier ist. Was haben die bislang? Hattest du schon was gesehen? Jede Menge Karren von den Jelling. Karren, okay. Ja, karrenweise, alles rübergeschippt. Ich habe da mal so reingeguckt, da sind Belagerungssets für mittlere, also bestimmt 20 mittlere Belagerungssets drin. Ne, die brauchen jetzt jeweils immer nur einen großen Belagerungsset und können dann Tribox setzen. Okay. Holz ohne Ende gehabt, ich denke mal auch von hier geklaut. Kohle geklaut von hier, denke ich mal, jede Menge, einen ganzen Karren voll. Also ich habe mir ja die Karren, die standen ja da bei denen auf dem Grundstück, nur halt, da war das Grundstück noch nicht, also da war noch kein so ein Schwert drin, noch kein Claim. Die haben noch alles geplättet und da standen die Karren drauf. Und dann sind wir da auch mit vier oder fünf waren wir, ne, mit Zollen. Sind wir da hingeritten? Die haben auch einfach weitergemacht, weitergeabend, dann bin ich abgestiegen, hab mir die Karren alle angeguckt, was da so drin ist. Ja. Bin wieder da. Baby. Dann fehlt jetzt nur noch der Kensei und dann kann's losgehen. Also das, was ich auf die Schnelle gesehen habe, was mir jetzt wirklich so ins Auge gestochen ist, sind halt diese Belagerungssets mittlerer. Weil die sollten wir den vielleicht dann auch gleich wieder weg. Da sehe ich nämlich immer dieses Problem drin, dass wir damit angegriffen werden. Richtig. Ja, dann Holz, weil das einfach so viel war und ein ganzer Karren voll Holzkohle. Das ist mir halt direkt aufgefallen. Ne? Apropos,
Raven, was mir so aufgefallen Raven, ist, nochmal aus. Raven? Ja. Die sind hier bei mir drin. Wir sind bei dir drin? Ja. Alles klar. Ich weiß noch nicht, was die tun. Die laufen hier rum und. Du musst irgendwie gucken, dass du ein Tor uns aufmachen kannst, ohne dass du. Ja, ja. Südtor, Nord, Ost- oder Westtor, wo wollt ihr rein? Egal, sag, mach eins auf, wo du gut hinkommst und wir kommen dahin. Wir sind um eure Burg am rumreiten. Ohne Gnade, also, Leute. Ich bin jetzt draußen. Vorm. Richtung Meer oder was? Ja, ja, hinten da, wo die Bienenstöcke sind. Alles klar. Da sind drei Leute drin und laufen da rum und die kommen nicht mehr raus, die haben sich drin ausgelockt, die Schweine. Das ist ein Combat-Lock. Hier, ich sehe, wo sie reingekommen sind. Die haben eine Dingensmauer gebaut. Ich bin hinter dir. Wo die Bienenstöcke sind? Wo sind. Vorne am Strand. Vorne am Strand, okay. Reit jetzt durch den. Oh, die haben mit Stöcken haben sich da eine Leiter hochgebaut. Ja. Ja, das ist ein Bannenwert, ne? Regelverstoß.